Der Frontenberger Boulevard. Heute präsentiert von der Handelsvertretung Jörg Lehmann aus Halle und vom Reisebüro Monika Stabenau in Frontenberg. Marike, 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 ist die schönste im Land. Marike, 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 schau in den Spiegel an der Wand. Marike, 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 wann bist du Kess mal elegant? Und du glaubst daran, und herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe der Wohnzimmershow vom Frontenberger Boulevard. Ja, die Hornets waren das gerade mit ihrem Titel Mannequin, übrigens ein Lied aus einer Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest aus den 80er Jahren. Und vor 30 Jahren, da gab es ja noch nicht diese Sendungen wie Germany's Next Topmodel. An Heidi Klum war noch nicht zu denken. Ja, und die Welt war noch ein bisschen ich hätte jetzt bald gesagt, mehr in Ordnung. Auf jeden Fall war damals noch Mannequin nicht so ein Superhype wie heute. Wir haben aber auch nicht nur Superhype, aber trotzdem royales, musikalisches, das Neueste aus Stadt und Land, wie immer jeden Tag in unserer Show. Und wir beginnen zunächst mit dem Wetterbericht. Wir starten unseren kleinen Wetterbericht mit einem Rundgang von gestern Nachmittag 16 Uhr. Man muss wirklich ganz genau hingucken, aber welch Überraschung, die ersten Zugvögel sind zurück. Sie bilden ihre Formation am Himmel und da kann man nur sagen, alle Menschen sagten plötzlich, jetzt wird's Frühling. Ja, und jetzt sind wir schon heute Morgen um 9 Uhr bei unserer täglichen Runde. Leichte Südwestwinde hier in Frontenberg bei Temperaturen von 5 Grad schon am Morgen um 9 Uhr. Die Temperaturen steigen heute übrigens im Laufe des Tages noch auf bis zu 10 Grad und gehen auch in der Nacht nur runter bis auf circa 3 Grad. Aber nachts wird es dann regnen und feucht ist es irgendwie den ganzen Tag. Aber solange es nicht stark regnet, ist das ja okay. Unsere Stadt Frontenberg heute Morgen um 10. Da sieht man auch, es hat geregnet, aber ziemlich beschäftigt sind die Leute, denn heute am Donnerstag ist ja Wochenmarkt und dann ist die Stadt grundsätzlich immer etwas besser besucht und so sieht es dann aus, wenn sie gut besucht ist. Ja, also wer hätte das gedacht? Eine Bauernregel des Tages haben wir auch. Im Februar müssen die Stürme fackeln, dass dem Ochsen die Hörner wackeln. So viel zu den Zugvögeln. Und zum Wetter, ja, und das Wetter bestimmt auch die Nachrichten in Frontenberg. Der Winter macht Hoffnung auf weniger Schlaglöcher. Der harte Winter im vergangenen Jahr hat Frontenbergs Straßen ja in Huckelpisten verwandelt. Und in diesem Jahr dürfte die kalte Jahreszeit glimpflicher enden. Die Verantwortlichen hoffen jedenfalls aufgrund des milden Winters auf weniger Arbeiten. Ja, das hoffe ich auch, denn dann bleibt ja vielleicht etwas mehr Geld übrig, um vielleicht andere Dinge noch zu sanieren, was auch hier längst überfällig wäre. So, und wir machen weiter mit royalen Nachrichten. Victoria von Schweden schwanger. Schon länger wurde gemunkelt, dass die 35 Jahre alte Prinzessin und ihr Mann Daniel Wessling Nachwuchs erwarten. Die Gerüchte waren bereits in Brand, als sie gemeinsam mit ihrem Mann bei der Hochzeit von Kate und William zu Gast waren. Wie wir heute Morgen lesen konnten und erfahren konnten, es war nicht nur eine Mutmaßung, sondern um 4.26 Uhr brachte Kronprinzessin Victoria von Schweden eine kleine Prinzessin zur Welt. Und in Schweden, mein Lieblingsland übrigens, ich war ja einige Male dort zu Gast und muss sagen, Schweden ist tolles Land, so schön sauber und aufgeräumt und freundliche Menschen. Ja, und da ist es Usus, dass nach 24 Stunden der Name des Neugeborenen bekannt gegeben wird. Und das schwedische Prinzesschen ist ja dann Nummer 1 der Erbfolge nach Victoria dann und das wird ja dann wahrscheinlich auch die zukünftige übernächste Königin werden. Also da sind wir dann mal gespannt. Morgen können wir dann wohl verraten, wie denn dieses kleine Prinzesschen heißt. So, wir kommen zu weniger royalen Dingen. Zum Beispiel einen herzlichen Glückwunsch an unsere Zuschauerin Margot Kleefisch, denn die ist frisch gebackene Oma. Sie hat bei Facebook jetzt laufend Bilder ihres Enkels gepostet. Herzlichen Glückwunsch dazu auch von dieser Stelle. Und ich nehme an, es ist ihr erstes Enkelkind, weil sie ist noch ganz aufgeregt. Ja, und herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle aus auch
an Lady Bitch Ray. Ja, genau, Sie wissen, die Frau mit den Worten, die man in dieser Show nicht nutzen darf. Die darf man höchstens denken und noch nicht mal das so wirklich. Ne? Aber sie hat promoviert, hat ihren Doktortitel und nicht abgeschrieben. Mit Summa Cum Laude bestanden. Sie ist jetzt Doktor der Sprachwissenschaften. Lady Bitch Ray. Sie kann nicht nur rappen, schimpfen und provozieren. Nein, sie hat auch was in der Birne. So, und wer Musik mag, heute um 18 Uhr gibt es den Schlagerexpress bei Radio VHR. Und ich gucke gerade mal auf meinen schlauen Zettel, denn dann kann ich auch sagen, wer unter anderem dabei ist. Unter anderem Lisa Valentin, Kirstin Pecorano, Safir Blanc, Uli Bastian, die Gruppe Sonnenschein, Nelly Sander, Susanne Ebrahimi, Klaus Wendel, Marian und Lukas und. Die 15 Neuerscheinungen der Musikindustrie in dieser Woche. Und in diesem Sinne wünsche ich euch das Beste, was euch heute noch passieren kann. Vor allen Dingen Gesundheit auch meiner Co-Moderatorin und Nachbarin Frau Mümmelmann mit ihrem steifen Nacken. Hätte sie mal besser auch einen Rollkragenpullover angezogen. Hätte sie keinen steifen Nacken. Alles Gute, gute Besserung und in diesem Sinne bis morgen in alter Frische. Und einen Gruß aus Skandinavien mit Vivi Bach. Alle Männer sind Räuber. Hab ich nicht gesagt. Singt Vivi Bach. Alle Männer sind Diebe, ganz gleich ob Mister, ob Signore, ob Monsieur. Denn sie rauben die Herzen und das nennen sie Liebe. Doch schon nach 3-4 Küssen sagen sie Pablale, Papolale, Lale, Lale, Pablale, Papolale, Lale, 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 Pablale, Papolale, Lale, 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 Pap.